Hallo meine lieben Bücherfreunde, ich hoffe, ihr habt richtig Bücher, gerade richtig gute Bücher selber am Start. Ich habe euch hier jetzt meine kürzlich gelesenen Bücher mitgebracht und noch jede Menge ähnliche Bücher. Diesmal ist es wirklich randvoll gepackt und es sind auch, glaube ich, ein paar Schätzchen dabei, die ich euch eher selten gezeigt habe. Ja, ich denke. Also es sind nicht immer nur die üblichen Verdächtigen. Ich habe hier natürlich aber auch sehr unterschiedliche Plotlines. Ich habe einmal eine Fantasy-Geschichte, weniger Romance als Fantasy-Geschichte. Lasst euch von dem Cover nicht täuschen. Es geht in einen von Dämonen besessenen Freizeitpark. So, dann habe ich für euch einen schottischen Maler, der seine Ehefrau wieder zurückgewinnen will. Und ich habe nochmal einen Schotten für euch, aber der sucht eine Heilerin auf, die über einem Wasserfall wohnt, weil sein Kind todkrank ist. So, und dann habe ich für euch noch einen historischen Krimi. Ja, keine Liebesgeschichte, ein richtiger historischer Krimi von einer Prostituierten, die in einen Mordfall reingezogen wird und dann ermitteln muss. Für Leute, die nicht ganz so unwichtig sind in der britischen Gesellschaft. Ja, also das sind die Bücher, die ich gerade am Start hatte und von denen ich euch jetzt berichten will. Und bevor ich jetzt anfangen kann, kommen wir jetzt erst zum Disclaimer. Ihr wisst, es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch hier jetzt Bücher zeige und es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Auch wenn meine kürzlich gelesenen Bücher allesamt selbst gekauft sind, kann es sein, dass ich euch bei den ähnlichen Büchern Rezensionsexemplare zeige, aber da bin ich frei in meiner Meinung. Ich sollte sie euch einfach nur vorstellen, nicht, dass ich jetzt sagen muss, dass die besonders toll sind. Das andere ist, unten in der Infobox sind alle Titel für euch verlinkt, auch die ähnlichen Bücher. Und wenn ihr über diese Links bei Amazon irgendetwas auf der Plattform kauft, dann bekommen wir Prozente, weil wir da im Partnerprogramm sind. Für euch ändert sich nichts an dem Einkauf, aber ihr unterstützt damit den Kanal. So, das zur Transparenz. Und jetzt würde ich sagen, brechen wir auf ins viktorianische London. Dieses Buch führt euch in das Jahr 1876 und da nach London. Benjamin Disraeli ist gerade Premierminister und India Black führt ein Bordell. Und zwar das Lotus House. Das heißt ja auch Mord im Lotus House. So, und sie ist schon lange keine Prostituierte mehr, sondern sie führt ein Bordell. Und dann kommt eines Tages eins ihrer Mädchen an, völlig aufgelöst und sagt, einer der Besucher ist tot. Und jetzt will sie natürlich nicht, weil es ist ein hart umkämpftes Gewerbe und jeder, der einen Skandal hat, das eine Bordell versucht, das andere halt auszustechen. Und ja, sie möchte jetzt auf keinen Fall, dass bekannt wird, dass bei ihr gestorben wurde. Also engagiert sie den Straßenjungen Vincent, die Leiche zu entsorgen. Vincent ist schon sehr ausgebufft für sein Alter und macht die ganzen schwierigen Fälle und niemand kann ihm wirklich vertrauen. Man kann ihm vertrauen. Er hat, obwohl er Dieb und so weiter ist, hat er doch einen Ehrenkodex. Aber ich würde nie ganz vertrauen. Das macht India auch nicht. Naja, jedenfalls, als sie die Leiche wegschaffen wollen, taucht noch ein mysteriöser Mann auf. Und ja, wie es dann so will, wird India mehr oder minder, nein, nicht mehr oder minder, sie wird gezwungen zu ermitteln, wenn es darum geht, wer diesen Mann umgebracht hat. Denn der Mann hatte etwas dabei, etwas von großem nationalen Interesse. Akten, die besser nicht in die falschen Hände fallen. Und somit ist sie gezwungen, jetzt doch nochmal ein wenig in dem Fall zu ermitteln. Weil sonst, so sagen ihr, die Kräfte von oben, die Mächte, die sie letztlich auf diesen Fall ansetzen, wird sie ihr Bordell verlieren.
Ja, dieser Roman hat von mir insgesamt 3 Sterne bekommen. Ihr wisst es, nur weil es mir jetzt so lala gefallen hat, kann es für euch das Mega-Buch sein. Ich bin auch mit einem falschen Erwartung schon mal vorneweg hingegangen. Ich dachte, das ist historischer Krimi plus Liebesroman. Es ist historischer Krimi. Es taucht zwar noch ein mysteriöser anderer Mann auf, aber da könnte sich auch was entspinnen, dachte ich. Ist vielleicht auch noch so, aber es ist definitiv kein Liebesroman. Ja, es ist halt das eher streckige London. Ihr habt zwar auch die schöne Welt Londons, die der Upper Class, aber ihr habt auch natürlich die dreckige, verlauste Welt von London zur damaligen Zeit. Beide Charaktere oder sagen wir alle drei waren mir relativ unsympathisch. Es ist außerdem, ich habe mir hier vorne, habe ich immer so einen netten Zettel jetzt drin, was ich euch dazu sagen wollte. Ja, sie waren mir unsympathisch. Ich kam mit ihnen und ihren Handlungen nicht klar. Es gibt da so eine Szene zum Beispiel, wo ein Pferd angetrieben wird und dem einen Hauptcharakter ist es ziemlich egal, ob die jetzt, die Pferde werden angetrieben, ob die jetzt tot im Geschirr zusammenbrechen. Das ist natürlich etwas, was Charakter für mich nicht unbedingt sympathisch macht. Es tut mir leid. Das sind so Punkte, wo ich denke, ich mag sowas nicht. Das ist nicht unbedingt etwas, was je einen Charakter für mich auszeichnen würde. Es ist auch zwischenzeitlich, glaube ich, eine etwas derbere Sprachwahl. Und ja, wahrscheinlich deswegen authentisch. Aber das größte Problem, was ich mit dem Buch hatte, war, dass mich die Politik dahinter echt gelangweilt hat. Und es ist ein politischer Krimi. Also es geht ja, wie gesagt, um Regierungsakten, die abhanden kommen und es hat mich nicht interessiert. Ich war eindeutig auch in diesem Buch aus den falschen Gründen. Ja, aber wenn ihr jetzt sagt, viktorianisches London, das hört sich gut an und ein Krimi kann ich immer gebrauchen, dann guckt es euch vielleicht nochmal genauer an. Der zweite Teil ist wohl eher schwerer auffindbar und die restlichen Bände der Reihe sind nicht übersetzt worden. Für mich, egal ob ich jetzt den zweiten in die Hände kriegen würde oder nicht, muss ich sagen, ist es mit diesem Band abgeschlossen. Ich werde nicht nochmal zurückgehen, dafür mochte ich die Charaktere zu wenig. Und der Epilog hat mir völlig die Luft aus den weiteren Büchern genommen. Irgendwie ist der Fall oder die Geschichte für mich wirklich mit diesem einen Fall komplett abgeschlossen. So, aber es ist nicht schlecht. 3 Sterne ist für mich immer okay. Es ist gut, es war okay, es war eine nette Unterhaltung. Also, und dann kommen wir zum nächsten zu den ähnlichen Büchern. Viktorianische Krimis. Ich habe ja eine Krimi-Freundin und die empfiehlt immer wieder die Bücher von Anne Perry. Sie sagt, die sind ganz toll. Ma hat jetzt auch eins gelesen. Das ist, glaube ich, der erste Band der Pitt-Reihe. Das ist, also die hat mehrere Ermittler geschaffen und das ist hier der erste Band der Pitt-Reihe, der Würger von der Cater Street. Ma fand das Buch wohl ganz gut. Und Näheres kann ich euch dazu jetzt tatsächlich nicht sagen. Wenn sie eine Besprechung gemacht hat, findet ihr die unten in der Infobox verlinkt. So, dann, ich habe hier einen schlauen Zettel, weil das andere sind E-Books, die wir einblenden müssen. Der Tote in der Black Swan Lane. Ja, ich fand das Cover genial. Ma hat es gelesen. Fand es auch ganz gut. Es war ein Rezensionsexemplar. Da habt ihr irgendwie sie sind kein ermittelndes Pärchen. Ich glaube, sie ist Karikaturistin oder sowas. Und dann, er sucht sie auf, weil irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht wirklich genau erzählen, weil Mars gelesen hat, aber wenn ihr viktorianische Krimis mögt, dann solltet ihr euch das vielleicht auch mal angucken. So, das nächste ist dann der Rubin im Rauch. Der Rubin im Rauch haben wir tatsächlich im Print und ich weiß nicht, wo er liegt. Ich werde ihn euch ja trotzdem hier jetzt einblenden. Es ist verfilmt worden mit Billy Piper, glaube ich, die ihr vielleicht von Doctor Who kennt. Und ich habe es mal gesehen. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Es sind die Sally Lockhart-Reihe, der Auftaktband dazu. Ich glaube, es sind 3 Bücher oder 4.
Mann, ich bin echt gut informiert, findet ihr nicht auch? Und ich glaube, dass sie geerbt hat und dass mit diesem Erbe nicht etwas nicht ganz stimmt. Aber wirklich, euch genaueres dazu sagen kann ich nicht. Mar wird es jetzt immer noch mal irgendwann lesen. Es wird sich also irgendwo auf ihrem riesigen Sub befinden, deswegen auch gerade unauffindbar. Und dann wird sie euch natürlich Näheres berichten können, worum es dann geht. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es jetzt in nächster Zeit gelesen wird. So, und dann haben wir noch nichts weiter. Das sind drei Bücher von Mar gewesen, die ich euch jetzt hier zum Thema viktorianische Krimis einblenden konnte. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Buch. Es ist eher ein Heft. Oder was heißt, es ist eher ein Heft? Es ist ein Heft. Es ist der Historical, er hat eine Nummer, 367 von Terry Brisbane, die Heilerin und der wilde Heiler. Nein, die Heilerin und der wilde Highlander. Mann, das ist ein Titel. Ja, worum geht es? Wir begegnen Anna zum ersten Mal im Prolog. Sie ist verliebt in den Sohn des Laird, also dem Clan, dem Clan-Oberhaupt, aber sie ist die Tochter einer, ja, man nennt sie Hexe. Und sie wohnen über einem Wasserfall, haben da ein kleines Cottage, alles ist gut von Bergen und so weiter eingeringt, also man kommt schwer zu der Hexe hin. Es gibt einen geheimen Pfad und gerade den hat der Sohn des Laird halt gefunden. Ja, und die beiden verlieben sich ineinander und im Prolog muss sie ihm gerade Bye-bye sagen. Nicht, dass sie ihm Bye-bye sagt, sondern sie verabschiedet ihn, er klettert runter, er möchte eigentlich, dass jetzt aus den beiden was wird. Und dann steht ihre Mutter hinter ihr und sagt, wir werden gehen. Wir werden abreisen, weil sie sehr wohl mitgekriegt hat, dass ihre Tochter von dem Jungen schwanger ist und sie möchte auf keinen Fall da bleiben, weil sie weiß, dass das nur ungutes Blut bringen würde und vor allen Dingen könnte es vielleicht sogar das Leben von der einen oder anderen, von ihr oder ihrer Tochter kosten, weil es halt eine unerwünschte Verbindung ist. Es gehen viele Jahre ins Land, der gute Junge ist zum Mann gereift und leider umgekommen und Anna hat ihren Sohn, wie heißt er? Wie hieß Annas Sohn jetzt genau? Colm. Nein. Ian. Ian ist jetzt 12, 13 Jahre alt und 12, glaube ich, und sie kehrt mit ihm zurück an den Wasserfall. Nicht, weil er jetzt seinen Vater treffen soll, weil der ist ja tot, sondern weil sie möchte auf Dauer, dass er einen Platz im Clan seines Vaters einnimmt. Vielleicht sogar diesen Clan führt eines Tages. Dafür muss sie natürlich mehrere Leute von ihrem Sohn überzeugen. Und ich weiß nicht, wie sie sich das vorgestellt hat. Also das war wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ne, Mädel. Aber es spricht sich schnell rum. Sie verarztet einen Jungen, der beim Wasserfall halt, glaube ich, sich verstaucht hat oder so. Und schon geht das Gerücht um, dass die Hexe vom Wasserfall halt wieder da ist. Und sie wird dann aufgesucht von einem Soldaten. Und der rechten Hand des Laird und er hat einen todkranken Jungen und sie ist seine letzte Hoffnung. Sie kümmert sich dann auch um den Jungen und so entspinnt sich eine Liebesgeschichte und natürlich hat sie weiterhin den Plan, ihren Jungen im Clan zu positionieren. Ja, wie hat es mir gefallen? Es hat insgesamt 4 Sterne von mir gekriegt. Ich habe es total gerne gelesen, nur es gab ein paar Dinge, die mir nicht unbedingt behagt haben. Ihr solltet wissen, dass dieser Junge von dem Soldaten, von David, halt wirklich sehr krank ist. Und das zieht sich durchs ganze Buch. Und ich habe nicht das Gefühl, und da spoilere ich euch jetzt vielleicht, weil es eigentlich immer eine Happy-End-Garantie diese Dinger haben, ich hatte am Ende nicht das Gefühl, dass der Junge alt wird. Und das, finde ich, ist kein richtiges Happy End. Sie warnt ihn immer wieder, dass sie zwar alles tun wird, aber dass sein Sohn wahrscheinlich nie gesund wird und dass es immer ein Kampf um sein Leben sein wird. Und ich finde, da wär wenigstens eine Wunderheilung drin gewesen. Aber wenn ich jetzt nicht irgendwie
irgendwas nicht richtig mitgekriegt habe, gab es die nicht. Und deswegen solltet ihr gefasst darauf sein, dass es halt doch einen traurigeren Ton gibt und vor allen Dingen, dass es sich auch sehr lange Strecken um die Lungenkrankheit dieses Kindes dreht. Ohne dass erklärt wird, was für Kräuter sie nimmt. Überhaupt wird hier bei diesem Heft sehr viel einfach die Details ausgelassen, wenn die Details schwierig geworden wären. Wie zum Beispiel, was für Kräuter sie ihm gibt oder was für Wegkennzeichnungen es irgendwann gibt. Diese ganzen Sachen sind nicht unbedingt ausgearbeitet. Aber trotzdem und sie ging mir zeitweise auf die Nerven. Ich habe hier vorne immer Notizen jetzt drin. Also, und sie ging mir zeitweise auf die Nerven, weil ich nicht unbedingt verstanden habe, wie sie sich das überhaupt alles vorgestellt hat und ob sie überhaupt dabei gedacht hat. Also, ja, mit ihr hatte ich so ein bisschen meine Probleme zwischenzeitlich. Es waren aber immer nur so einzelne Szenen, wo ich sie nicht wirklich verstanden habe, aber dann hat sich's wieder gefangen. Insgesamt mochte ich die Geschichte. Ich war gerne in diesem Buch. Ich mochte das Setting. Ich mochte David auch irgendwo. Ich mochte die Geschichte mit den beiden Jungs. Und auch wenn sie jetzt keine heitere Geschichte ist, habe ich sie einfach super gerne gelesen. Und ja, 4 Sterne für diese Geschichte. Und jetzt kommen wir zu den ähnlichen Büchern. Machen wir es bei diesem großen, dicken, fetten Brummer. Machen wir es uns einfach. Es ist Feuer und Stein. Ich glaube, in der Buchgemeinde, wer kennt es noch nicht, ne? Wer kennt dieses Buch noch nicht oder hat noch nichts davon gehört? Es ist, wie viele Seiten ist es dick? Es hat 798 Seiten. Es ist also eine richtige Brumme. Ma liebte es. Dann hat sie irgendwann es auch mir zum Lesen gegeben. Ich habe es wiederum all meinen Freundinnen empfohlen. Ich bin bis Band 5 gekommen. Dann bin ich ausgestiegen. Ma ist bis Band 6 oder 7 gekommen. Dann ist sie ausgestiegen. Eine Freundin von mir hat jetzt gerade den letzten Band gelesen. Und er ist ihr nicht gut bekommen. Sie fand ihn jetzt zwar so ganz gut, aber er ist ihr nicht gut bekommen. Ja, es ist also eine sehr seitenstarke Reihe. Es gibt sogar noch ein Spin-off. Ich habe es rausgesucht, weil es hier aus Schottland ist. Und die gute Claire, um die es hier geht, ist heilkundig. Es ist halt hatte ich euch gesagt, als Outlander verfilmt. Es geht halt um eine Frau, die halt einen Zeitsprung macht. Sie geht direkt in einen Steinkreis, wird zurückgeschleudert in eine... Ja, ich weiß gar nicht, in welches Jahr. Steht hier auch überhaupt nicht. Egal. Wann ist der Anfang spielt. Egal. So, jedenfalls wird sie zurückgeschleudert und erlebt dort Abenteuer und die große Liebe in einem lange schon vergangenen Schottland. Ich glaube 1600. 1600, 1700, so um den Dreh müsste es eigentlich spielen. Ja, also eine Reihe, die sehr bekannt ist und sehr, sehr, sehr geliebt wird. So, eine andere Geschichte ist von Christine Fehan, Gezeiten der Sehnsucht. Ma hat es mir rausgesucht, weil sie erstens diese Hexenreihe liebt und zweitens geht es da wohl auch um eine Heilerin. Das geht ja um magische Schwestern und hier in diesem Buch geht es um die Frau, die halt Heilkräfte besitzt. Ich denke, ihr könnt sie alle als Standalones lesen. Ma würde euch natürlich empfehlen, lest jeden Band der Reihe nach, weil das macht einfach mehr Freude. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr sammelt zum Beispiel Bücher mit Heilern drin, ich weiß, dass das ein beliebtes Thema ist von vielen, dann guckt euch vielleicht auch Gezeiten der Sehnsucht an. Ihr habt eine magische Heilerin. So, und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Buch. Das einzige Buch, das 5 Sterne in dieser Runde kassiert hat, war Das Werben des Lord Mackenzie. Und ich hatte eigentlich gar nicht so hohe Erwartungen. Ich habe mich aber in diesen Clan verliebt. Ich will jetzt alle Bücher der Reihe haben. Ich möchte unbedingt wissen, wie es mit den Mackenzies nicht nur weitergeht, sondern auch, das ist der zweite Teil, wie der erste Teil halt war. Also den möchte ich auch lesen. Da geht es dann nämlich um den Bruder von dem Hauptcharakter hier, um ihn. Und der scheint leicht autistische Züge zu haben, was ich mega interessant finde.
Und ja, hier in diesem Band, den ihr auch wunderbar als Standalone lesen könnt, geht es um Mac McKenzie. Und Mac McKenzie ist ein gestandener Schotte, er ist Maler. Wir begegnen ihm zum ersten Mal, als er ein erotisches Bild versucht zu malen. Und er hat es nicht mehr so ganz drauf. Er hat sein Können irgendwo ein bisschen auf dem Weg eingebüßt. Ja, er hat halt mit dem Trinken aufgehört und seitdem er mit dem Trinken aufgehört hat, sind seine Bilder nicht mehr so gut, wie sie einst waren. Er ist nüchtern geworden und abstinent wegen seiner Ehefrau, weil die ihn verlassen hat und er möchte sie jetzt in diesem Buch wieder zurückerobern. Er möchte eine zweite Chance bei ihr. Zeitgleich ist noch ein anderer Plot mit hier drin und zwar, dass seine Bilder gefälscht werden, noch nicht mal wirklich gefälscht. Es gibt einfach Bilder, die sehr seinem Stil ähneln und sie sind auch mit ihm halt unterschrieben. Also sie werden nicht nachgemacht, diese Bilder, sondern es gibt einfach andere Bilder, die angeblich von ihm sein sollen. Und jeder, der jetzt halt damit zu tun hatte, sagt, er hätte die selber abgegeben und er sagt, nein, erstens verkaufe ich meine Bilder nicht, weil er ist aufs Geld nicht angewiesen, Leute. Und das andere ist, ich weiß nicht. Und nur die Leute, die ihn gut kennen, wissen den Unterschied. Und also hat er einen Doppelgänger, der unter seinem Namen Bilder rausbringt und der wird im Laufe der Geschichte, das kann ich euch verraten, heikel. Der wird zu einer Gefahr für die beiden. Also es hat auch einen Spannungsplot. Ja, es ist sehr sexy. Also das ist halt wirklich eher ein erotischer Liebesroman. Es gibt reichlich Bettszenen hin. Ihr wisst, ich bin eigentlich nicht so der Fan davon, wenn es so viel ist. Aber hier, ich mochte die beiden einfach. Ich mochte die beiden, ich mochte das Setting und vor allen Dingen den gesamten Clan. Und ich glaube auch, dass ich mich in diesen Clan wunderbar einleben könnte. Also ist das, es hat mir richtig gut gefallen. Ihr hattet Spannung, ihr hattet Liebe, ihr hattet sympathische Charaktere. Also für mich war da ziemlich viel drin und deswegen waren es ja auch volle 5 Sterne und ich will mehr von dieser Reihe und natürlich dann auch von der Autorin Jennifer Ashley. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den ähnlichen Büchern. Die ähnlichen Bücher muss ich euch einblenden. Es sind Geschichten über eine zweite Chance, wo ein Pärchen halt wieder oder jemand aus dem Ex-Paar wieder will, dass sie zusammenkommen. Und die erste Geschichte ist Secret Book Club Teil 1. Ich glaube, die Liebesroman-Mission kann das sein. Und das habe ich als Hörbuch bei Spotify gehört. Und ich bin froh, dass ich über bestimmte Punkte halt einfach drüber weggehört habe. Weil insgesamt hat mir der erste Teil sehr gut gefallen. Ich hatte da mit dem zweiten Schwierigkeiten. Hier geht es halt um einen Baseballspieler. Seine Frau möchte die Scheidung und seine Freunde nehmen ihn dann halt auf in ihrem geheimen Club. Es ist der Club der Liebesromanleser. Sie lesen also Bücher wie Das Werben des Lord McKenzie, um sich daraus Anregungen zu holen, wie sie mit ihren Frauen umgehen können. Weil es sind nun mal Liebesgeschichten von Frauen, für Frauen. Das heißt, hier haben sich Frauen hingesetzt und haben Geschichten geschrieben, die Frauen gefallen. Und wie kann man seine Ehefrau besser überzeugen, sich wieder in einen zu verlieben, als wenn man sich die Ratschläge zum Beispiel eines Lords aus einem Liebesroman zu Herzen nimmt. Also anhand eines Liebesromans versucht er halt wieder, ja, seine Frau nicht nur kennenzulernen. Das muss er nämlich auch. Er muss auf sie mehr eingehen. Das sind die Tipps des Lords. Er sieht dann ja auch in dem Buch die Fallstricke, die sich immer mal wieder aufgrund der Geschehnisse ergeben. Und er versucht jetzt halt anhand von Liebesromanen seine Frau wieder zu erobern. Das zweite, was ich euch hier jetzt einblende, ist Verliebt bis in die Fingerspitzen. Da geht es um auch ein Ex-Paar. Sie flüchtet sogar vor ihm aus New York raus, ab in die Hamptons. Und ja, er ist Tierarzt. Sie hat so einen Tier-Sitting-Service. In ihrer Vergangenheit ist etwas passiert und sie hat einfach dicht gemacht und hat ihn aus dem Leben geschoben. Und er ist jetzt seit geraumer Zeit halt
oder nach dem Tod seines Vaters hat er so einen Erwachungsmoment und sagt sich, ich möchte meine Frau, Ex-Frau, wieder für mich haben, weil sie ist meine große Liebe. Also muss er sie jetzt überzeugen, dass sie doch die richtige Frau für ihn ist. Also auch eine Geschichte über zweite Chance, aber ich glaube, dazu habe ich eine Einzelbesprechung abgedreht. Dann werde ich sie euch unten verlinken. So, und dann übrigens zum Secret Book Club findet ihr auch unten nochmal eine Besprechung verlinkt. So, und dann kommen wir zum letzten Buch, wo es dämonisch wird. Von allen guten Geistern geküsst, von Jennifer Crusie und Bob Mayer. Ja, auf dieses Buch bin ich aufmerksam geworden, weil ich von ihnen Heiße Liebe zum Dessert gelesen und geliebt habe. Das fand ich ja schon mal Coverbetrug. Das hier ist ebenso welche eins, weil es ist keine Liebesgeschichte, es ist nicht süß, es ist nicht das, wonach es aussieht. Es ist ein Dämonen-Fantasy-Buch letztendlich. Nichts mit Liebe. Wahrscheinlich haben sie es gemacht, weil Jennifer Crusie vorher hauptsächlich Liebesromane für Frauen geschrieben hat. Süße Frauenromane. Und hier, naja, findet ihr so etwas, ja, es geht schon eher in die Art Buffy oder Dämonenjägershows, die man so aus den 90ern kennt. Es geht halt um Map. Ne, Map ist Restauratorin in einem Freizeitpark. Sie ist da super gerne. Sie liebt ihren Job. Sie ist verheiratet mit ihrem Job. Nichts geht über ihren Job. So, und wir lernen sie kennen, als sie gerade einem Clown eine Flöte wieder in die Hand drückt. Was sie nicht ahnen kann, ist, dass sie dadurch anfängt, den Horror freizulassen. Schon ein paar Minuten später wird sie von einem künstlichen Clown niedergerannt, der dann noch ihren Namen sagt und alle tun so, als wäre nichts passiert. Es ist aber sehr wohl was passiert, denn in diesem Freizeitpark ist es gruselig. In diesem Freizeitpark sind Dämonen zu Hause und die Leute, die das führen, sind Dämonen. Wächter. Sie müssen dafür sorgen, dass diese Dämonen weiterhin eingesperrt bleiben. Tja, dadurch, dass Map diese Flöte da wieder platziert hat, hat sie gerade mal einen freigelassen. Aber es ist kurz vor Halloween, sie bekommen immer mehr Kraft, die Dämonen, und es rauscht darauf zu, dass es zu so einer kleinen Mini-Apokalypse kommen soll. Und im Park haben sie aller Hände damit zu tun, ja, nicht nur den Freizeitpark zu führen, sondern tatsächlich auch die Dämonen im Schach zu halten. Es gibt zwei Handlungsstränge, einmal den von Map und einmal von Ethan. Ethan ist Soldat gewesen, er hat eine Kugel nah am Herzen. Er kommt jetzt eigentlich nur nach Hause, um zu sterben, weil sie gesagt haben, die Ärzte, wir können die nicht mehr rausoperieren. Die wird sich jetzt irgendwann, wird sie sich bis ins Herz reinschieben und das war's dann. Ja, er ist also tatsächlich nur zum Sterben nach Hause gekommen, aber er wird jetzt in das ganze Chaos mit reingezogen, wie ihr euch denken könnt. Nur weil jemand Probleme hat und eigentlich mit der Welt schon abgeschlossen hat, darauf machen Dämonen, geben dann Dämonen natürlich nichts und sie nehmen vor allen Dingen darauf keine Rücksicht. Ja, stellt euch diesen Freizeitpark nicht so Disneyland-mäßig vor, sondern eher wie einen Jahrmarkt-Rummel mit einer Achterbahn und mit einem Riesenrad, einem Doppelriesenrad. Das habe ich mir erstmal bei Google angeguckt, wie ein Doppelriesenrad aussieht. Nichts für mich, definitiv nichts für mich. Ihr habt so einen Liebestunnel, wo man durchfahren kann, erinnerte so ein bisschen an It's a Small World, und ihr habt halt dann noch so ein Piratenschiff und ja, ihr habt noch so Schießbuden und Fressbuden und so weiter. Irgendwo so zwischen Freizeitpark und Rummel eher. Ja, ihr habt eine Wahrsagerin, die ich ziemlich cool fand. Die hat einen Raben die ganze Zeit dabei oder eine Krähe, der ja dann auch durchaus mal anzeigt, dass irgendwo Gefahr ist. Es gibt Minion-Dämonen, die alles Mögliche besetzen können. Das heißt, es gibt dann auch mal in diesem Buch einen Angriff, der
Teddybären. Es ist halt eine Action, eine paranormale Actionkomödie. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Es ist eine paranormale Actionkomödie. Die Liebesgeschichte, die hier drin ist, oder die Liebesgeschichten sind nett, aber nicht wirklich ausgearbeitet. Es ist halt wirklich, der Fokus ist auf paranormale Actionkomödie. Ja, ich weiß, es sieht aus wie eine Schnulze. Es ist aber keine Schnulze. Ja, was ich mochte, war die Magie. Die Magie unterscheidet sich hier in ein paar Hinsichten von der Magie, die ich in anderen Büchern halt schon mehrfach gelesen habe. Ihr habt ausgearbeitete Charaktere. Es ist einfach mal anders und es ist ein sehr außergewöhnlicher Plot-Setting. Okay, der Plot vielleicht noch nicht mal so, aber Setting, Charaktere und einfach die Magie ist ein bisschen anders und deswegen hat mir das in dem Punkt sehr gut gefallen. Insgesamt hat es aber nur von mir 3 Sterne gekriegt, weil ich zwischenzeitlich immer mal, es war mir zu viel, teilweise was abging in dem Buch. Und so schön die einzelnen Ideen sind, auch mit so einem Wahrsageautomaten, der dann doch kommuniziert mit einem. Also es sind wirklich tolle, tolle Ideen hier drin. Vor allen Dingen, ich feiere auf diese Freizeitpark-Romantik ab. Ich würde gerne viel mehr Bücher lesen, die in Freizeitparks spielen oder auf Jahrmärkten. Ich weiß nicht, es hat irgendwas. Es ist genauso wie Zirkus, den ich im wahren Leben meide, genauso wie Jahrmärkte. Aber es hat was. Ich lese es gerne. Ich gehe zwar nicht gerne körperlich hin, aber ich lese gerne. Geistig gehe ich gerne zu solchen Sachen. Ja, es hat zwischenzeitlich einfach nicht meine Aufmerksamkeit halten können. Es war mir zwischenzeitlich ein bisschen langweilig, weil auch einfach zu viel abgeht. Und wäre es nur Map-Storyline gewesen, hätte es mir wahrscheinlich noch besser gefallen. Mit Ethans Storyline kam ich noch weniger klar. Ja, aber ich will auch nicht zu viel von diesem Buch berichten. Wenn es euch interessiert, dann guckt es euch genauer an. So, und dann kommen wir jetzt zu den ähnlichen Büchern. Das erste, was ich euch empfehlen kann, ist Heiße Liebe zum Dessert von den beiden Autoren. Ich habe es so geliebt. Es ist nicht mit diesem Cover zu vergleichen. Dieses Cover ist so unpassend wie kaum etwas anderes. Es ist eine actionreiche Mafia-Komödie. Es geht um Hochzeiten. Es geht tatsächlich um jemanden, der sehr gut backen und kochen kann. Aber es ist eine Mafia-Komödie. Und natürlich ist da auch noch eine Liebesgeschichte drin. Aber ich finde, dieses Cover passt nicht. Im Englischen heißt es Agnes und der Profikiller. Passt viel besser. Also wenn ihr nach einer Actionkomödie sucht, wenn ihr so etwas gerne mögt, dann guckt euch das an. Ich habe aber dazu eine Einzelbesprechung abgedreht und euch hochgeladen und unten in der Infobox verlinkt. So, das andere, was mir dazu natürlich eingefallen ist zu dem Buch, ist Panic Park. Ich habe hier den Doppelschocker 20 von R.L. Stine. Da sind 2 Geschichten drin. Einmal, glaube ich, die Geisterhöhle. Ja, genau, die Geisterhöhle. Und das zweite ist Panic Park. Und Panic Park ist die Geschichte von einem Freizeitpark, in dem wirklich Monster arbeiten. Tun sie es oder tun sie es nicht? Und es ist wirklich, die Ideen hier fand ich richtig gut bei Panic Park. Ihr habt halt Attraktionen wie eine Rutsche, die nie endet, die euch in Verzweiflung treibt, oder ein Spiegelkabinett, wo die Spiegel immer näher auf euch zukommen, oder eine Flussfahrt im Sarg, der dann auch mal ruckzuck zuklappt und euch nicht mehr rauslässt. Solche Dinge warten bei Panic Park auf euch. Insgesamt fand ich die Geschichte dann unlogisch und doof, aber die Ideen waren gut. So, dann habe ich für euch, blenden wir erstmal die E-Books ein. Einmal Witches, die Knochenhexe. Es war ein Rezensionsexemplar, dazu gibt es auch eine Einzelvorstellung. Es geht da auch um Dämonen und Dämonenjäger. Das Ganze spielt in Berlin und es spielt in Frankfurt am Main. Ja, und es geht auch um einen backenden Dämon, einen Erzdämon, und es geht um eine Knochenhexe, die halt genau diesen Erzdämon zur Strecke bringen will. Leider stellt sich heraus, dass es ihr Liebster ist. Tja, was man nicht alles so über seinen Partner nicht weiß. So, das andere ist, das habe ich im Print, aber ich muss es euch jetzt so einblenden, weil ich nicht weiß, wo er wieder mal steckt. Als ich zwischen den 2000 Büchern hier im Haus
versteckt irgendwo und ich weiß nicht wo. Es ist, wie hieß es nochmal? Dämonen zum Frühstück. Es ist Kate Connor. Da müsst ihr euch eigentlich nur vorstellen, es ist die Geschichte von einer Dämonenjägerin, ähnlich wie Buffy, die jetzt aber älter geworden ist, die Kinder hat und die immer noch gegen Wesen aus dem Höllenschlund kämpft. Es ist eine Reihe, wo 4 Teile auf Deutsch erschienen sind. Das nächste ist dann noch dieses Buch, es ist Demon Road. Und Demon Road, wenn ihr Dämonen mögt, ist das vielleicht was für euch? Es ist sehr splatterig, das sage ich gleich dazu. Also hier spritzt das Blut nur so. Der Hauptcharakter ist vielleicht auch zwischenzeitlich ein bisschen dämlich. Ich habe es aber trotzdem geliebt. Ihr seid halt auf der Demon Road oder ihr kommt auf die Demon Road und dort läuft alles rum, was wirklich böse ist. Also von den Serienkillern bis über Vampire, mörderische Hexen, ihr habt alles hier drin. Ja. Wenn ihr erst einmal auf der Demon Road seid. Und ja, ihr seid auf der Flucht vor Dämonen, die den Hauptcharakter essen wollen. Ja, also von mir, das ist ein Dreiteiler. Mar fand es nicht ganz so gut. Ich habe es geliebt. Nur wie gesagt, ihr müsst wissen, dass es richtig splatterig ist. So, und dann kommen wir zu nichts mehr. Ich wünsche euch wunderschöne Lesezeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.